Hi und willkommen bei uns auf dem Kanal. Heute geht es bei uns um das Thema Windeln. Wie gesagt, geht es heute bei uns um das Thema Windeln. Und wir haben da in den letzten Wochen einige ausprobiert, von Stoffwindeln bis sogar Pampers. Die haben wir geschenkt bekommen und haben auch die ausprobiert. Und wollten uns jetzt mal, euch jetzt mal unsere Erfahrungen damit geben, und vielleicht kann jemand von euch weiterhelfen, der sich vielleicht auch noch nicht entschieden hat, ob er Stoffwindeln ausprobiert oder halt ganz normale Windeln, also Wegschmeißwindeln, Einmalwindeln, ja. Genau, Pro und Contra wollen wir euch einfach hier mal ein bisschen darlegen, weil natürlich hat jede Windel seine Vor- und Nachteile und vielleicht bringt es den einen oder anderen von euch was. Ja, zu den Windeln noch kurz, welche haben wir genau benutzt? Wir haben einmal die Popolini Stoffwindeln in zwei verschiedenen Ausgaben. Dazu gehört natürlich auch immer eine wasserdichte Überhose. Dann haben wir die Moltex ausprobiert, die Nutty haben wir ausprobiert und die Baby Love aus dem DM und halt die geschenkten paar Pampers. Und die beide, Moltex und Nutty, sind beide aus dem Bioladen. Genau, die haben wir uns liefern lassen, bestellt sozusagen. Und da fangen wir auch gleich mit unserem Resümee an. Also eigentlich haben wir von Anfang an gesagt, dass wir komplett nur mit Stoffwindeln wickeln, aber es kommt dann meistens doch anders, als man denkt, wenn man zu viel plant, weil zum einen war der Moritz noch recht klein nach der Geburt und wir haben dann gleich mal diese Stoffwindeln rangemacht und die waren einfach zu dem Moment noch zu riesig, da war der Poppers richtig groß und wenn er dann auf dem Rücken lag, war der Hintern quasi höher, der war fast schon so ein bisschen schief dagegen, weil die natürlich schon riesig sind. Deswegen haben wir uns gerade für die Anfangszeit auch die Wegwerfwindeln besorgt, weil es trotzdem gerade für die Anfangszeit einfacher war. Und natürlich für unterwegs auch werden wir weiterhin immer mal Einwegwindeln verwenden, weil wir können natürlich nicht oder wollen natürlich nicht, wenn wir jetzt stundenlang unterwegs sind, dann eine voll gekackte Stoffwindel noch mit uns in der Tasche rumschleppen. Da sind natürlich die Wegwerfwindeln ja leider einfacher und praktischer und deswegen können wir nicht ganz auf die Wegwerfwindeln verzichten. Ja, wie schon gesagt, ganz auf die Wegwerfwindeln können wir nicht verzichten und wir haben natürlich trotzdem Ansprüche, die Windel erfüllen soll. Deswegen haben wir jetzt einfach mal etliche ausgetestet, um zu gucken, was ist für uns okay und was möchten wir nicht haben. Fangen wir doch mal mit den Pampers an. Die Pampers sind trotzdem auch recht teuer, denken wir immer, die sind billig, aber das geht auch trotzdem ins Geld. Ich meine, wir haben die geschenkt bekommen und auch in der Klinik haben wir sie benutzt. Als wir mit ihnen mit der Gelbsucht in der Klinik waren, da kriegt man die natürlich umsonst und da haben wir die auch ja, gerne genutzt, sage ich jetzt mal. Saugen tun sie gut, wie die anderen Windeln eigentlich auch. Was uns an den Pampers überhaupt nicht gefällt, ist, dass die so stark parfümiert riecht. Nicht nur das, auch nach Chemie und alles. Und wenn man dann noch hört, dass die in der Fabrik, wo sie hergestellt werden, alle mit Masken und sowas rumrennen und das soll dann an so einen Kleinen ran. Naja, die Pampers. Ist sozusagen ausgeschieden schon mal. Genau, dann nehmen wir mal die Moltex, die haben wir jetzt im Kaufland gekauft, die gibt es auch im Bioladen, ist auch eine Bio-Windel. Das ist eigentlich eine gute Windel, würde ich jetzt sagen. Saugt gut, ist nicht parfümiert. Was mir jetzt an der Windel nicht so gefällt, dass der außen trotzdem so sich so arg Plastik anfühlt. Ist sicherlich auch irgendein Plastik, aber sie saugt gut und von der Passform sitzt sie auch gut. Also die sind jetzt beide jeweils 3 bis 6 Kilo. Und kosten ungefähr, ich glaube, 42 Stück 7 Euro oder 8 Euro. Und ja, kann man auf jeden Fall kaufen, werden wir aber jetzt an sich nicht mehr kaufen, weil da kommen wir auch schon zu Nutty, das ist eigentlich unser Testsiegel, die ist aus dem Bioladen, kosten 34 Stück 10 Euro ungefähr. Ich meine, ist schon recht teuer. Aber also sind atmungsaktiv. Dieses hier außen ist nicht wie bei der anderen Moltex-Windel so arg plastikmäßig, sondern das ist aus Maisstärke, nicht ganz genmanipulierten Ursprungs.
Sie ist chlorfrei, nicht gebleicht und ohne Parfüm und aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Sie saugt gut und hat eine gute Passform und er hat jetzt davon auch nicht irgendwie drauf reagiert, sage ich jetzt mal, weil bei den Pampers haben wir dann oft trotzdem mal so ein bisschen rote Tippel festgestellt. Hier ist also wirklich gar nichts, die tun wir auch über Nacht immer mal hin und die sind wirklich super. Wie gesagt, 34 Stück kosten ungefähr 10 Euro, ist natürlich schon happig, aber ja, uns ist es einfach wichtig, dass die Windeln gut sind und dass wir das vertreten können, die zu kaufen, weil es natürlich trotzdem ja, ein riesen Müll, eine Müllproduktion, was man dadurch hat. Aber es lässt sich natürlich einfach, wie gesagt, nicht ganz vermeiden. Und da wollen wir dann schon die besten haben. Kurz noch zu den Baby Love aus dem DM. Da haben wir die Öko-Windeln gekauft. Kosten, glaube ich, auch, ich weiß nicht, 40, 42 Stück, 6, 7 Euro. Die waren eigentlich auch recht gut. Würde ich jetzt so an zweiter Stelle mit den Moltex vielleicht setzen. Aber wie gesagt, die sind einfach von außen nicht so plastikmäßig, die gefallen uns eigentlich am besten. Dann kommen wir auch schon zu den Popolini, die Stoffwindel, die wir uns ausgesucht haben. Da gibt es zwei Sorten von, ich erkläre nur eine, weil die eine ist mit einem Klettverschluss und die andere ist mit so Druckknöpfen, aber im Grunde funktionieren die beide gleich, im Sinne von, sie wachsen mit dem Baby mit, kann man eigentlich vom ersten Tag an benutzen, aber ne, so wie der Zufall will, ist unser Kleiner so klein gewesen, dass dann halt so ein kleiner Körper da drin steckte und eigentlich der Po so weit oben und der Körper unten lag und das war halt, die wollten wir uns nicht ansehen. Ja genau, das konnten wir nicht sehen, das war nicht optimal. Dann haben wir uns dazu entschieden, halt diese Einwegwindeln zu benutzen und schwupps war halt schön gerade gelegen und das hat uns gefallen. Darum warten wir jetzt noch ein bisschen ab, bis er ein bisschen größer ist und die dann also doch besser reinpasst. Ja, dann würdest du wahrscheinlich bis wie viel Kilo? Bis wie groß? Das weiß ich nicht, aber normalerweise kann man die nutzen, bis sie eigentlich dann. Bis sie stubenrein sind sozusagen? Stubenrein, ja. Wir haben so ein ganz großes Paket gekauft, auch ehrlich gesagt gebraucht, weil die sind schweineteuer, also schweineteuer, aber sind schon recht teuer. Muss man einfach dazu sagen, die Popolini, da kosten ein paar Stück schon über 100 Euro. Und wir haben jetzt wirklich so einen ganzen Karton, die zwei verschiedenen Sorten. Und auch verschiedene Größen, trotzdem nochmal auch von den Überhosen, sodass wir die eigentlich, bis er dann irgendwann mal keine Windeln mehr braucht, die nutzen können. Fangen wir an mit dem Pro bei den Stoffwindeln. Definitiv würde ich dazu zählen, dass man wenig Müll produziert bei den Stoffwindeln. Man hat nur diese Fleece, die man immer wegwirft und man sieht ja so eine Rolle, das sind, was weiß ich, hunderte Stück drauf. Und da wickelt man schon eine ganz schöne Zeit damit und hat hier vergleichsweise wenig Müll. Wenn man sich jetzt so eine ganze Kiste an Wegwerfwindeln vorstellt, hat man da deutlich mehr Müll. Noch zum Pro würde ich zählen, dass es einfach von sich besser anfühlt als so eine Windel. Und dadurch würde ich auch sagen, besser für den Hintern ist vom Kleinen, weil dieser Stoff einfach angenehm zu tragen ist. Wir kennen das ja auch, also ich fühle mich deutlich mehr in Baumwolle wohl als in so Polyester oder so. Das ist schon einfach hautfreundlicher für den Windelbereich vom Kleinen. Genau. Fallen dir noch Pros ein? Ja, Umweltbewusstheit, ne? Also wenn man darauf achten will, dann sind die auf jeden Fall besser, definitiv besser. Weil man sieht ja echt, so eine ganze Kiste, Tüte, landet auch gleich so, wie sie ist, eigentlich wieder Müll, nur gefüllt. Und hier haben wir wirklich nur so ein kleines Tüchlein, wo man wäre auch ganz speziell, also ich denke, man kann auch ganz einfach nur diese Einlage benutzen und die einfach immer waschen. Das ist gerade nicht gerade erforderlich, würde ich mal behaupten. Ist halt ein gutes Extra, weil man dadurch natürlich die Wäsche ein bisschen einfacher gestaltet. Aber ich denke, es würde auch einfach nur diese Einlage reichen und ja, und somit hat man noch weniger Müll, den man irgendwie produziert. Ja. Zu Pro, also das muss man jetzt eben selber variieren, ob man es als Pro sieht oder nicht. Also für mich oder uns ist es definitiv
Pro, dass man hier einfach weniger Geld auch ausgeben muss. Man hat da wirklich einmal diese Anschaffungskosten von 100 bis 200 Euro, je nachdem, kauft man gebraucht oder neu und was für welche kauft man sich. Es gibt ja nicht nur Corbolini, sondern auch noch andere Marken, günstigere, vielleicht teurere. Aber das ist für mich oder uns auch ein Pro, dass man da einfach weniger Geld über die Jahre hat als mit den anderen Windeln. Genau. Dann fangen wir mal mit den Contras an. Contra, man hat natürlich mehr Wäsche, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dadurch mehr Stromverbrauch und Wasserverbrauch. Das, was man halt einfach hat, weil am Tag macht so ein Baby, was weiß ich, 6, 7, 8 Windeln voll. Ich weiß es nicht, ich zähle es nicht mit. Und das muss man ja jeden Tag rechnen. Und pro Woche sind es dann schon einige Wäschen, die man einfach waschen muss. Wenn man jetzt zusätzlich noch den Trockner verwendet, hat man da natürlich auch noch Stromkosten für den Trockner. Und ist einfach da, sagen wir mal so, diese Kosten sind da einfach ein bisschen mehr. Hat man natürlich bei den Wegwerfwindeln einfach nicht. Dafür hat man dann die Anschaffungskosten einfach, wo man jede Woche, was weiß ich, 20, 30 Euro nur für diese Wegwerfwindeln ausgeben muss. So, an Contras fällt mir jetzt hier bei den Stoffwindeln gar nichts mehr ein. Deswegen fangen wir jetzt hier mit den Einwegwindeln an. Da würde ich zu den Pros auf jeden Fall zählen, dass man sie überall mit hinnehmen kann. Und es einfach zu wechseln ist, man kann es wegwerfen und hat nicht irgendwas dann in der Tasche, was man mit nach Hause nehmen muss. Das ist natürlich, fällt mir jetzt gerade wieder ein Nachteil von den Stoffwindeln. Ist natürlich schwierig, wenn man jetzt irgendwo hinfährt, für mehrere Stunden mit Stoffwindeln zu wechseln. Das hat man dann in sein Auto, wenn jetzt da mal eine Ladung innen war und das Baby ja Kaka gemacht hat, muss man das ja irgendwo mit sich rumtragen. Das ist natürlich nicht so schön, das ist natürlich auch noch ein Kontra. Deswegen für unterwegs sind einfach diese Einwegwindeln super. Man wechselt die Windeln, haut sie weg, Problem ist erledigt. Das ist eigentlich alles ein Kontra, oder? Vielleicht fällt uns noch was ein. Zu den Nachteilen natürlich, wie ich es schon erwähnt habe, die Kosten. Ich habe, glaube ich, mal gelesen, dass im Laufe dieser Wickelzeit tausende Euro, ich glaube 3.000, 4.000 Euro nur für Windeln anfallen, weil man jede Woche ja 20, 30 Euro oder noch mehr an Windeln hat. Wenn die Babys irgendwann mal größer sind, dann pinkeln die natürlich auch mehr, kacken mehr. Umso mehr Windeln braucht man am Tag, weil man will ja nicht das Kind ewig da in der Pinkel, in der nassen Windel lassen. Das ist natürlich ein Nachteil, man hat viele Kosten. Andererseits für den anderen ist es vielleicht eher pro, weil man weniger auf einmal immer ausgeben muss. Sagt der eine, gut, lieber gebe ich in der Woche 10 Euro aus, als auf einmal mit 150 bis 200 Euro. Muss jeder selber schauen, wie er das empfindet oder wie er das Geld hat. Manche haben nicht 200 Euro auf einen Schlag, um sich so eine Garnitur Stoffwindel zu holen. Das ist natürlich einfacher, 20 Euro in der Woche zu investieren. Auf die Sicht gesehen sind natürlich die Stoffwindeln viel günstiger und die Einwegwindeln viel teurer, weil man einfach viel mehr Geld ausgeben muss. Klarer Nachteil ist natürlich auch noch der Müll. Man hat Unmengen an Müll, wir merken es jetzt auch schon. Der Mülleimer ist recht schnell voll, der wird nur zweimal die Woche abgeholt, der Rest, zweimal die Woche sage ich schon, alle zwei Wochen wird der Rest mal abgeholt und das ist natürlich schon happig. Irgendwann ist es voll und dann weiß man nicht mehr, wo man mit seinem Müll hingehen soll. Deswegen haben wir jetzt noch entdeckt, dass wir bei der Stadt kann man so Windelsäcke beantragen, das können inkontinente Menschen, also alte Menschen beantragen und für Kleinkinder kann man das beantragen, indem man die Geburtsurkunde vorlegt und kriegt dann nochmal zusätzlich kostenlos so eine Windelsäcke, die man dann kostenlos zu den normalen Abholungen von den Restmüll noch bekommen kann und die Windeln entsorgen kann. Weiterer Nachteil ist, würde ich jetzt mal behaupten, die Herstellung ist sicherlich nicht so umweltfreundlich, weil da ja dieses Gel oder was auch immer das ist da innen ist, um das alles aufzusaugen, das muss ja sehr eine hohe Saugkraft haben, ist bestimmt in der Herstellung für die Umwelt nicht besonders gut und auch ist es halt einfach trotzdem nichts Natürliches, das auf der Haut vom Baby ist. Bei den Pampers ist es uns eben aufgefallen, dass er da hin und wieder mal so ein paar rote Tipperlade, liegt sicherlich auch an diesen ganzen Parfüm oder was auch immer da alles dran ist. Aber man kann da auch einen Test machen, ganz einfach, und die mal aufschneiden, das habe ich gemacht,
Und je nachdem, wenn man eine Pampers aufschneidet und das ganze Zeug rauskratzt, ja, so ein bisschen man findet da so eine Art, nicht Baumwolle, sondern na, schon so wattemäßiges und halt ein Puder. Und je nachdem, wie viel Puder da drin ist, umso mehr kann man sagen, ist dieses giftige Zeug, das sollte man nicht einatmen und überhaupt die in der Produktion von Pampers tragen auch so Gasmasken und sowas alles, also so ein Mundschutz, Atemschutz, genau deswegen. Und je nachdem, wie viel Watteanteil, wie viel Watte und Dingsanteil ist, kann man sagen, so und so gesund sind die Windeln oder so gute Anteile sind da drin. Also die zum Beispiel, diese Nati, die haben die auch gemacht und da ist fast gar kein Puder drin. Aber dafür, die Watte saugt dafür ganz schön gut auf. Und bei der Pampers war halt auch sehr viel Gelee-mäßiges dabei. Also sehr viel, ja, so dieses komische Puder, was da halt drin ist. Ne? Ja, das ist so ein kleiner Test, den jeder mal zu Hause machen könnte mit seinen Windeln. Kurz noch zu den Stoffwindeln. Ich habe da im Internet gefunden, dass man vom Landratsamt, also ich weiß nicht, ob da jedes Landratsamt in Deutschland mitmacht, bei uns ist es auf jeden Fall so, man kann da zum Landratsamt gehen mit dem Kaufbeleg von den Stoffwindeln und kriegt da 60 oder 70 Euro wirklich wieder zurück, weil die einfach junge Familien motivieren wollen, mit Stoffwindeln zu wickeln, um diesen ganzen Müll einfach einzudämmen. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen noch ein Anreiz mehr, einfach diese Stoffwindeln mal auszuprobieren, weil man eben diese 70 Euro kriegt und somit der Anschaffungspreis dann doch nicht so hoch ist. Das wollte ich jetzt noch erwähnen, weil das ist einfach toll, wenn man da wieder was zurückkriegt. Genau, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Vielleicht konnte der ein oder andere auch Inspiration finden und auch mal die Stoffwindeln auszuprobieren. Das würde uns freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen da. Und falls ihr noch mehr Informationen habt, mehr Pros und Kontras über die Windeln, vielleicht habt ihr schon mehrere Babys großgezogen in den Stoffwindeln oder auch, weiß der Geier, auf jeden Fall lasst uns das wissen, schreibt es in die Kommentare unten und wir würden uns darüber freuen. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.